Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Gestern konnte leider kein Part kommen, aber naja, was soll's. Dafür kommt heute einer und wir starten direkt durch mit Toadette, worauf ich schon so lange gewartet habe. Und wir nehmen direkt die Krone, einfach nur, um sie zu zeigen, wir haben sie nur diesen Part. Ja, vielleicht auch den nächsten. Mal schauen, wie schwierig das im Endeffekt dann tatsächlich noch sein wird, das Spiel mit ihr. Und wir hätten auch nur einen Pilz nehmen können, alles klar. Und was mir direkt auffällt, ist, dass sie ziemlich schnell stoppt. Okay, genauso wie mit Mopsy kann man sehr schnell stoppen mit den Charakteren. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber naja, was soll's. Ist halt für die neueren Spieler oder jüngeren Spieler, was auch immer, die halt nicht die Reaktionszeit haben oder halt noch ein bisschen Hilfe beim Spielen benötigen und das dann in der Weise kriegen. Und natürlich nehme ich mir auch direkt das Item, um es mal kurz zu erklären, um hier direkt zeigen zu können, was sie so alles kann. So, und wie man sieht, sie kann so gleiten und halt das Stoppen, ist klar. Habe ich aber auch gerade schon gesagt. So, und was ich noch nicht gezeigt habe, ist der Boost. Sie kann sich nämlich einmal so hoch boosten, quasi wie mit dem Eichelpilz. Oh Gott, der Name. Oben ist nichts? Okay. So, ich meine, da könnte man ja eigentlich auch so hoch, oder? Nee, doch nicht. Aber naja, wenn man halt den Eichelpilz hat, dann sollte man zum Arzt gehen. Nein. Okay, tut mir leid. Dann kann man halt auch da hoch. Aber da oben ist tatsächlich einfach nichts. Naja, was auch immer. Aber der Unterschied zur Eichel ist... Da, Moment, da ist eine Röhre. Können wir da noch rein? Oder habe ich da jetzt tatsächlich was verpasst? Weil ich konnte da nicht hoch. Ich konnte da nicht hoch. Naja, was auch immer. Achso, ja, der Unterschied zur Eichel ist, dass sie noch länger gleiten kann. Also, beziehungsweise besser gleiten kann. Weil mit der Eichel kann man sich ja einmal so hoch boosten und geht man relativ straight runter. Aber sie kann halt so... Ach, scheiße. Ja, hätte ich vielleicht später zeigen sollen oder was auch immer. Keine Ahnung. Jetzt muss ich tatsächlich hier aufpassen, weil ich so blöd war und mich zweimal treffen lassen habe. Aber wie immer gibt es hier am Ende noch einen Pilz. Also können wir zumindest als große Toadette in den Bossfight gehen. Und das mit dem Gleiten zeige ich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Das war jetzt komplett dämlich. Das hätte ich vielleicht generell später machen sollen. Naja, kann man halt nicht wissen, ne? Wie auch immer, wir haben Bum Bum besiegt und ziehen weiter. Mit allen Starcoins, wohlgemerkt. Und ich weiß nicht, wofür die Röhre eben war, aber ich denke nicht, dass hier ein Secret Exit ist, um ehrlich zu sein. Ach, Mopsy. Was geht? Ja, speichern wir ab. Und machen auch direkt den Mopsy-Level. Ich hoffe, ich habe bisher alle Mopsy-Level gemacht.
Wäre ein bisschen belastend, wenn nicht. Weil ich glaube, die braucht man auch für die 5 Sterne. Ah ja, dass das noch ein Gegentreffer war, das... Das muss mir aber auch erstmal jemand erklären. Naja, gib mir die scheiß Pie-Eichel und dann... Gehen wir weiter. Und ich muss echt nochmal nachschauen, ob ich alle Mopsy-Level gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe alle gemacht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier müsste die 5. Welt sein. Ja, die 5. Welt. Also haben wir alle Mopsy-Level bisher gemacht. Nice. Stimmt. Es geht weiter. Mit dem Geisterhaus. Im Lichtlos-Labyrinth. Bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, wie ich das hier so meistern werde. Weil ich in diesen Lichtspielereien Leveln immer ziemlich schlecht bin. Okay, und hätten wir die Krone, könnten wir hoch. Aber die haben wir nicht. Leider. Vielleicht auch nicht leider, keine Ahnung. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir erst hierher laufen. Aber mal schauen. Am Anfang gab es da echt ein paar Türen. Ja, okay. Ich habe aber die erste Starcoin, also haben wir anscheinend nichts verpasst. Okay, da unten geht es einfach nur in giftiges Wasser rein. Ich dachte, wenn man da runter geht, kriegt man vielleicht irgendwie einen alternativen Ausgang oder so. Und dass wir die Tür oben genommen haben, war tatsächlich echt sehr gut. Da man hier wieder am Anfang rauskommt. Und wir kriegen einen Yoshi. Nice. Ja gut. Das sieht sogar ein Blinder hier. Boah, haut ab. Ja, ich denke, hier ist was. Ja. Das war aber auch klar, weil einfach so ein sinnloser Raum hätte ich jetzt nicht gedacht. Die 3. Starcoin. Okay. Secret Exit oder was? Ja, moin. Alles klar. Dann habe ich den anscheinend auch direkt gefunden. Dann müssen wir nur noch die 2. Starcoin und den normalen Exit. Die 2. Starcoin finden und den normalen Exit nehmen. Ach, und jetzt wird hier gemacht, was ich eigentlich in der Wasserwelt schon erwartet habe. Dass man da einen Shortcut zur 7. Welt? Ja, zur 7. Welt bekommt. Ah, naja, ich denke, das wäre zu krass gewesen. So. Also nochmal rein.
Und lasst uns die zweite Starcoin holen. Wir kriegen sogar wieder einen Yoshi. Das ist ganz nice. Allerdings frage ich mich auch, wo die Schwierigkeit bleibt. Wenn man sowieso die ganze Zeit einen Yoshi bekommt. Oh, und wir können die einfach wegfressen. Nice. Also Ratte ist jetzt nicht so meine Leibspeise, um ehrlich zu sein, aber wenn es den Yoshi schmeckt. Kann man da hoch? Ich meine, man kann hier hoch. Kann man da oben auch rein? Nö. Jetzt einfach mal von Nein aus. Ist hier mit der Tür? Oh. Die können wir tatsächlich benutzen. Dann gebe ich noch kurz schauen, was da oben in der anderen Tür drin ist. Ja, tatsächlich ein bisschen mies, wenn ich da jetzt einfach zum Ziel komme, aber ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Also warum Nintendo das da einbauen sollte. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall weiter. Und wir kriegen Pichette. Und die zweite Starcoin. Und alle Münzen. Kriegen dafür sogar einen Applaus. Nice, dann gönnen wir uns hier noch alles. Zack, zack, zack. Ja, nice. Dann ab ins Ziel. Als ob ich mir vorher angeschaut hätte, wie man hier überall durchkommt. Das ist tatsächlich die richtige Tür, oder was? Oh, und man kann sogar hoch spinnen. Mit Pichette. Ich habe gerade kurz den Jingle dafür gehört, dass wir fast keine Zeit mehr haben, aber es wird keinen Sinn machen. Also weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ich das da raushören konnte. Komisch. Und wir sind tatsächlich am Ziel. Ah, Pichette, komm schon. Boah, ich bin jetzt so blöd und da. So, geht doch. Jawohl. Damit hätten wir das Geisterhaus auch erfolgreich abgeschlossen. Nice, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Eigentlich hänge ich da immer rum in ein Geisterhaus und versuche da irgendwie durchzufinden und übersehe dann oft auch eine Starcoin, aber wir haben es echt gut gemacht. Also, es geht weiter mit Level 4. Gemalt von Geisterhand und das ist mit eins meiner Lieblingslevel. Einfach nur wegen einem nicen Hintergrund. Das hat so ein Van Gogh Artstyle. Und versteht, was ich meine. Da gibt es das ganz bekannte Bild. Ich glaube, es ist sogar dem nachempfunden. Ich
bin mir gerade halt nicht ganz sicher. Das ganz bekannte Bild einer Sternennacht ist sie, glaube ich, einfach. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt nicht der größte Kunstexperte oder so. Aber ich glaube, das hätte man von mir auch nicht gedacht. Also... Also, was soll's? Ich denke, man hat gesehen, was ich vorhatte, oder? Ich wollte einen kleinen Sprung machen, damit ich nicht vom Buhu getroffen werde. Und stattdessen bin ich da einfach in das Giftwasser gesprungen. Bisschen belastend. Aber ich meine... Irgendwo muss auch ein Ausgleich sein. Wenn wir das eine Level so gut hinkriegen, dann können wir hier auch mal failen. Alles gut. Und sogar noch einen One-Up geholt. Den, den wieder geholt, den ich gerade verloren habe. Zack. Boah, was? Oh, ich dachte, ich komme nicht mehr dran. Alles klar, wir hätten es halt höchstens noch mit Peachette geschafft, aber ich glaube, die haben wir hier nicht. Mond? Alles klar. Ne, ich denke, wir würden Peachette tatsächlich hier nicht mehr in einem Level kriegen. Ah, es war dumm. Hier einfach in der Mitte warten. Und dann so holen. Ah. Echt ziemlich dämlich, aber naja. Was soll's? Was gibt's hier? Denkt man nichts Besonderes. Ach doch! Wir bekommen tatsächlich noch eine Krone hier in dem Level. Ah, und jetzt wollte ich eigentlich auch schauen, was man für ein Item bekommt, aber logisch. Wenn man schon ein Item hat. Sieht man das natürlich nicht. Ach so, ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Wobei. Nicht vergessen, dass es hier einen Secret Exit gibt. Aber dass der so einfach versteckt ist. Ja gut. Ich denke, das war's dann auch erstmal für heute. Der Part ist echt schnell vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber keine Sorge. Morgen geht's weiter. Bis dann und ciao.